Hallo, 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 meine Gäste mit Castle Crush. Willkommen dazu, ich bin der Lars und ich grüße euch ganz herzlich für weitere Part hier auf meinem wunderbaren Kanal. Beste Folge ever, denn heute, ich hab was Neues bekommen. Ich hab sie. Die krasseste Karte ever EU West und zwar die aktuelle Meta in jeder Herausforderung, wo auch immer, Leute. Der Nekromant, jetzt hab ich kurz den Namen vergessen. Der Nekromant ist am Start, meine Damen und Herren. Ich habe ihn mir gegönnt, leider nicht auf Video, nicht auf Film, in Farbe. Denn es gab gestern noch einen Notfall, also familientechnisch, da ist so ein kleiner Sturz. Aber ist alles glücklich ausgegangen, von daher alles gut. Aber da musste ich halt hin. Ich wollte eigentlich gestern noch streamen, aber ging halt auch nicht. Privat, wisst ihr Bescheid, geht halt vor, ganz besonders bei so welchen Sachen halt. So, Nekromant ist am Start, meine Damen und Herren, wir sehen ihn hier kurz. Da ist der junge Freund, guck mal, schon direkt ein Deck zusammen geknispert. Gar kein Ding für den wunderbaren King namens Lars. Level 1 Nekromant, legendär, der furchtbare Nekromant. Er weckt deine gefallenen Truppen in einer aktuellen Lane zum Leben, solange er überlebt. Richtig geile, schnucklige, geile Scheiße, Leute. Darauf erstmal direkt ein drauf wichsen, das ist ja so hammermäßig spritzig geil. Leute, absolute Wahnsinn. Ja, das Ganze natürlich durch die täglichen Herausforderungen gegönnt, wie es sein muss. Wir werden gleich noch ein bisschen zocken hier, damit wir auf jeden Fall das nächste noch bekommen. Also es fehlt nur noch eine Karte. Eine Karte fehlt noch in dem Spiel, die ich noch nicht besitze. Und zwar der gefallene Engel. Da haben wir alle Karten. Das Gute ist, es kommen eh keine neuen, weil die Entwickler denken sich eh, YOLO, scheiß drauf, ich habe genug Geld gemacht. Von daher, es läuft, ich brauche nichts Neues. Content kenne ich nicht. Sehr, 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 sehr scheiße von denen. Aber, Leute, wir haben was. Habe auch direkt die Meisterschaft gezockt, einmal so nebenbei mit dem Handy kurz und habe 7 Wins, glaube ich, gemacht. 7 Wins, ich habe direkt dann die Kiste mir gegönnt, also eine große Kiste plus das erste Abzeichen. Ich kann es euch kurz beweisen, dass die Leute denken, Lars, du redest nur scheiße, wenn du bist scheiße. Ich weiß, ich bin scheiße, aber hier, ich glaube, es war sogar eine Metamorph, ich habe hier das Silberding bekommen, seht ihr? Ah, richtiger Profi, wa? Ich denke auch, hätte ich weiter getried mit dem Nekromanten, andere Decks noch getestet und so weiter und so fort, vielleicht sogar mit dem Deck, was ich aktuell habe, hätte ich es, glaube ich, ich hoffe, es zumindest geschafft, den Sticker zu bekommen. Also nächste Meisterschaft kommt irgendwann in 2 Wochen, wisst ihr Bescheid, und dann wird sich auf jeden Fall das Emote gegönnt mit dem geilen Nekromanten. So, also das Deck ist ziemlich sexy, mega lecker, super geil. Jetzt nicht unbedingt das Beste bei dem Normalen, also quasi nicht bei der Herausforderung, aber trotzdem, Leute, der Nekromant wird angeschwitzt. Let's go. Lasst uns mal gucken, was der junge Freund kann. Ich habe gehört, Leute wiederbeleben. Warum? Weil es ein kleiner Zipfelklatscher ist. Let's go. Richtig geil mit dem gerollten R. Sehr geil. Jetzt wird nämlich rasiert gegen den Strich mit Benzin. Ah, Mana. Geil. Oder auch nicht. Vielleicht kriegen wir auch dezent einen auf den Sack. Ich weiß es noch nicht, aber erstmal kurze Karte verbrannt. Warum? Weil wir es können. So, er kommt hier mit hart. Hart. Das ist halt ein Rascher auf dem Friedhof. Ist okay. So, wunderbar. Das geht auch kaputt. Kaputt. Dann schieben wir hier nichts hin. Wir warten hier auf jeden Fall auf den Freund zum Einfrieren. Let's freeze. Das wird zurückgewirbelt. Das passt auch. Und dann spielen wir mal hier noch ein bisschen Heal hinterher. Oben habe ich Probleme. Richtig harte Probleme sogar. Das gefällt mir nicht. Ich will mal kurz den Nekromanten noch reinklatschen. Warum? Was können gar kein Ding für den King. Na, da unten ist sogar kaputt. Warum ist da unten kaputt? Mr. Ugaga ist wieder ausgerastet. Und da kriege ich auch. Ich habe gerade Probleme, Leute. Ich habe gerade richtig Probleme. Ich habe da oben nichts. Jetzt. Aber es. Oh Gott. Geh weg. Geh weg. Nein. Kein Hit. Oh Gott, das reicht nicht. Warum hat der so hohe Truppen, dass nicht mal die scheiß Madame hier stirbt? Wie man sieht, ich will den Nekromanten zeigen, ist wieder hart. Also, gibt's eine. Also, an sich ist der gut bei der Herausforderung sehr, sehr gut, aber normal wird's halt hart. Man sieht es schon, es ist ziemlich. Ich habe alles gegeben, aber hing die ganze Zeit hinterher. Da musst du gucken. Natürlich, das Ding ist mit dem Nekromanten, man muss eine Lane richtig krass aufbauen und die ganze Zeit so gut es geht am Leben halten. Das ist halt das Ding. Und wenn du das hinbekommst, dann bist du mega stark. Dann hast du die ultimative krasse Rasur. Also der hohle Ritter, ne, so hohl wie ich in der Birne, plus this one ist schon mal ein sehr, sehr guter Anfang. Ein sehr, sehr guter. Hier ist Freeze des Todes, sogar Heal drauf. Warum macht er das? I don't know. But macht so. So, das ist natürlich wunderbar. Ist noch ein bisschen Damage von hinten, damit es passt. Das würde klappen. Da haben wir gleich 2 hohle Ritter. Ja, das sieht ja schon ganz gut aus hier. Das gefällt dem Lars. Ja, Ritter Nummer 2. Das ist cool. Schauen wir kurz den drauf.
Da oben ist eklig. Da hätte ich zurückwirbeln können, aber habe ich verkackt. Warum? Bin halt ein kleiner Zipfelklatscher. Also in der Mitte haben wir eine richtig krasse Lane aufgebaut. Oben sollten wir auf jeden Fall auch was reißen. So. Ja, gewinnen wir trotzdem. Gewinnen wir ohne Nekromant hier auf Tischen. So, den kurz reingezipfelt. Da ist der Nekromant, da ist er. Komm, Mr. Uga Aga wieder. Immer vorher gewonnen. Na toll. Jetzt habt ihr die Stärke immer noch nicht gesehen. Also wie gesagt, man muss auf einer Lane immer wieder alles wiederbeleben und die ganze Zeit hin und her switchen mit dem Standardträger, sodass man die ganzen Spells, wie gesagt, abfängt und immer mehr aufbaut, eine Lane richtig krass hält, dann ist es halt ziemlich geil mit den Nekromanten, sogar mega geil. Also teilweise, was da wiederbelebt wird, das schmeckt sehr gut. So, viel Erfolg, mein Junge. Ich bin gespannt, wer jetzt hier wen hart vergnusferkelt. Ich hole mal den weg. Den brauche ich, glaube ich, aktuell noch nicht. Ja, schau mal, mit dem Holen, ne? Mit dem Holen Ritter gegen den Ben. Recover. Mal spielen wir einen Phoenix hinterher. Warum? Weil wir es können. Let's go. Ja, ist okay. Mach ich das so weg? Na, ich warte noch. Machen den mal so weg. Das war sehr unklug von dir. Du hast quasi jetzt meinen Phoenix eine Stufe höher gepusht. Ben, was ist los mit dir? Ben, das ist noch dümmer, ne? Weil jetzt hast du quasi ihn noch einen höher gemacht, Ben. Was ist denn los mit dir? Was ist denn los mit dir? Was ist das? Das ist auch ziemlich dumm. Na egal. Soll er machen? So, das Nekromant hinten drauf, Leute. Jetzt seht ihr mal, ne? Es wird alles wiederbelebt. Als ob. Habt ihr es gesehen? Ich habe gerade noch Heal drauf gesetzt. Na egal. Oh. So ein kleiner Zipfelklatscher hier. So ein richtiger kleiner Zipfelklatscher. Das gibt's doch gar nicht. Mein Phoenix ist halt mega mächtig. Mein Phoenix ist so krass mächtig. Alter Schwede, habe ich einen krassen Phoenix hier am Start. Ja, das ist ein sehr krasser Phoenix. Okay, wir switchen die Lane. Warum? Weil wir es können. Kein Ding. Let's switch it, baby. Wir können auch so viel zurück, wie wir Bock haben, ne? Da kommt der nächste Drache von ihm, okay. Was? War ihm das bewusst, dass ich die Lane switche? Was war das denn? Habt ihr es gesehen? Ich hatte doch unten keine Truppe, aber mein Phoenix ist halt so groß. Ich hatte doch unten keine Truppe und er setzt vorher den... War da eine Truppe? Doch, da war irgendwas, glaube ich. Weil warum solltest du einfach so einen Dämon sitzen, obwohl da nichts ist? So quasi rausgebaitet. Er wusste es quasi vorher. Leute, ich kann euch gerade die Stärke von dem Nekromanten nicht zeigen. Weil das gerade nicht funktioniert hier. Entweder kriege ich einen dermaßen auf meine kleinen Nüsse. Oder ich gebe den dermaßen einen auf Nüsse. Der Babarutzka. Das ist ein junger Freund von mir. Ich kenne ihn nur den Baba. Der Babarutzka. Also doch. Der ist ein kleiner Zipfelklatscher. So. Eklig. Eklige Truppen zum Anfang sind immer ziemlich eklig. Noch einer. Noch einer. Hör da auf, mein Junge. Hör da auf. Hör auf. So, das gefällt mir. Der ist schön. So ein Heal dazu. Ein bisschen größer, an sich scheißegal. Und der Phoenix wächst mal wieder. Ihr kennt es ja, Phoenix wächst sehr gerne. So, dann kurz den reingezockt. An this lane off. An this shit. Ich nehme kurz den Scheiß da rein. Macht einfach kaputt. Mr. Uga kommt auch noch. Also jetzt so langsam sieht man die Stärke, ne? Von dem Deck. So langsam aber sicher. Jetzt kommt ja der ultimativ krasse Scheiß. Weil jetzt geht es so langsam aber sicher los. In der Mitte wird alles wiederbelebt, man hat eine richtig krasse Lane und rasiert halt ziemlich hart, ja? GG. Darfst du halt nicht so Lane stehen lassen, da ist der Nekromant schon ziemlich stark. Aber Leute, ich kann da mal kurz abchecken, aber ich glaube kaum, dass aktuell jemand in den oberen Bereich auch den Nekromanten spielt, weil es ist halt einfach ein Herausforderungsding. Da kannst du sagen, was du willst. Der Nekromant ist einfach perfekt für die Herausforderung und dafür gemacht, weil alle mit dem gleichen Level und so weiter starten
Und da rasiert er schon ziemlich krass gegen den Strich mit Benzin. Ich sehe es ja selber. Also so normal ist er nicht so top. Vielleicht gibt es da irgendwelche Decks, wie gesagt, habt ihr Deckvorschläge oder irgendwie, was ihr zockt und so weiter, schreibt es gerne in die Kommentare, würde mich mal interessieren. Aber bislang sehe ich ihn bei den normalen Pokalen nicht ganz weit oben, die Decks. Aber ich werde noch ein bisschen durchswitchen, habe erst eine, er ist jetzt hier am Start und ich habe den noch nicht so lange, deswegen erstmal abwarten und Tee trinken. Aber sonst weiß ich nicht. Ist noch ein bisschen fraglich. Aber der Hohle Ritter, der ist schon mal ziemlich geil, ne? Hohle Ritter plus Madame dahinter mit den kleinen, süßen Popo. Drücke, Wirbel, läuft. Läuft. Recover. Recover. Kein Bock. Kein Bock. Kein Bock, stirb Feuer. Lol, der überlebt das. Okay. Ja, dann. Aber der sollte jetzt auf jeden Fall sterben gleich. Ja, da ist der Daumen, Wunderbärchen. So, wir spielen auch mal kurz ein, weil unsere Tropfen sollen auch wieder belebt werden. Seht ihr es? Da ist die Stärke. Oh Gott. Nicht gut. Nicht gut. Ah, Pfeile auch noch drauf. Pfeile! So ein kleiner Zipfelklatscher. Egal, machst alles kaputt, ist mir noch, ist okay. Vielleicht soll ich die schwarze Hexe auch noch mit reinnehmen in mein Deck. Könnte funktionieren. Müssen wir aufpassen. Das könnte funktionieren. Lol. Ich brauche ein bisschen Flächenschaden, was ich nicht besitze. Alter, wie viel Feuer hat der denn? ja. Und jetzt kann das Deck gerade nichts mehr. Weil jetzt kriege ich keinen Druck auf die Nüsse. Standard-Träger-Spam! Let's go! Standard-Träger-Spam! Ja, wie viel ist mal wiederbeleben? Let's go! Da kommen so ein paar Friedhöfe drauf. Aber sie leben. Die drei leben noch. Seht ihr das? Wie die ganze Zeit leben, diese drei? Unfassbar. Ja, jetzt kommt direkt wieder die schwarze. Nee. Ist anfällig. Also, so eine schwarze Hexe hat jetzt komplett mein ganzes Deck zerstört. Nicht so optimal. Also, wie gesagt, ich werde die nochmal eine Herausforderung natürlich, aber ich muss. Ab der Decks, Nekromanten, schreib's gerne rein. Ich brauche da was anderes. Ein bisschen zum Tryen. Ist halt gefährlich. Du kommst ja von einer, der mega krass belebst alles immer wieder. Und wenn dann einmal eine schwarze kommt und Pfeile, GG. Da hast du halt nichts mehr. Kein Druck auf den Nüssen und dann ist halt vorbei. Wir switchen mal kurz das Deck. Im Shop. Wir switchen kurz im Shop, ihr kennt's. Wir switchen natürlich wieder auf unser Dreier-Deck, was ich. Also ich find's. Moment, das hier. Das ist halt. Ja, doch schon. War es das überhaupt oder was? Warte mal, ich muss kurz gucken. Doch, es war's. Also das hier, ne, das gefällt mir. Oh, 20.000, dann könnten wir die Drenninge hochpushen. Habe ich auch nicht genug. Dann würde ich sagen, mal noch kurz hier das hier. Na klaro, damit wir auf jeden Fall dann den nächsten Legendary technisch noch bekommen, damit wir alle Karten haben und endlich alle 150 Pokémon gesammelt haben und weltweit der Beste sind. Ihr wisst Bescheid. So. Hier ist ein Rush-Deck rausgepackt. Gar kein Ding, Leute. Hier zum Beispiel wäre das Nekromanten-Deck doch ziemlich gut. Aber ich habe ein vorgefertigtes Deck, was halt nicht so toll ist. Warum? Weil ich es kann. Einfach nur, weil ich es kann. Habe ich so ein Deck. Genau deswegen. Der Lars, der kann es halt einfach. Jo, jetzt haben wir auch einen Rashi. Ich will der hier zum Tanken. Was ist los mit dem? Komm mal auf, Junge. Könnt switchen. Mach ich auch. Kein Bock auf den Scheiß hier. Ich meine, alles tankmäßig raus. Er kann gar nicht mehr irgendwie noch was machen. Außer ein Wirbelwind würde mich jetzt zerstören. Ja, das war ein Sieg. Easy. Gar kein Ding für den King. Jetzt. So kann es auch funktionieren. Schön, 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 schön. Das war jetzt ein komisches Game. Naja, kurz gegönnt. Ich konnte den Hohen Ritter sogar einmal hier am Start. Aber wir brauchen halt den Engel, ne? Der kleine, finstere Engel fehlt noch. Dann haben wir das. So, dann würde ich mal sagen, machen wir kurz hier noch eine Schlacht, damit ihr seht, ich bin halt. Eigentlich bin ich krass. Riesige Deck rausgepackt. Easy, komm. Der wird weggenascht. Hier gar kein Ding für den King. Du wirst von mir jetzt hart vergenussferkelt. Fast schon eine absolute Vergewaltigung, die du jetzt kassieren wirst. Warum? Weil ich es kann. Einfach nur, weil ich es kann. Gerade eben auf den Sack bekommen. Falsches Deck, aber jetzt geht's los. Hier, guck mal. Schlitz, tot. Tschüss.
Noch Fragen? Nein. Jetzt kommen die Drillinge. Jetzt kommen sie, pass auf. Da sind sie. Let's Schlitz. Let's Schlitz, sage ich dir. Rasur. Nächste Rasur hier. Alter, hat er einen Wirbelwind. Er switcht. Wow, trotzdem kaputt. Tschüss. Let's Schlitz, sage ich dir. Hast du noch einen Wirbelwind? Ist mir doch egal. Ich mache jetzt deinen Scheißer kaputt. Dein Phönix. Er freest, so ein kleiner Zipfklatscher. So, bist der Dai tot. Sehr schön, gefällt mir auch. Mach ruhig, mach ruhig. Noch ein Schild drauf, ist mir doch Wayne. Tschüss. Seht ihr es? Jetzt geht's los. Rasuren. Rasuren. Mit Ansage dermaßen destroyed. Darauf erstmal kurz den makelloser Sieg. Wo ist das Problem? Seht ihr es? So läuft's mit einem geilen Deck. Mit einem vernünftigen Deck. Kein Herausforderungsdeck. Leute, wir können es. Gar kein Ding für den King. Weiter geht's. Nächstes Game. Komm, Ness, Opfer. Was ist Opfer? 4x J. Du bist jetzt Opfer. So, Zerstörung. Kanada. Kann eh nix. Ach, Kanada, ich bitte euch. Komm mal, aus Kanada. Philipp und... Wie heißt der hier von South Park hier? Terrence und Philipp, die vielleicht. Sonst? Ach, ist ja nix hier. Tschüss. Ich hätte gerne Karte, Mana-technisch. Wir hauen mal den raus. Tschüss. Obwohl die Drilling, ich hätte vielleicht lieber das Katapult wegschmeißen sollen. Ja, da sieht man wieder, das ist halt nicht so gut. Tschüss. Keine Mana-Karte. Da ist das Deck echt nicht gut. Hör mal auf. Hör auf zu kopieren hier. Da ist er, der Nekromant. Was will der hier? Er hat so ein ähnliches Deck wie ich. Was dann am Ende, glaube ich, gar nicht so viel bringen wird. Natürlich wird alles wiederbeleben, aber trotzdem. Komm mal kaputt. Tschüss. Oh, genau gepasst. Gefällt dem Lars, und zwar richtig sogar. Geht's mal damit überleben? Weiß ich nicht. Es geht alles sehr knapp. Geht's ja nicht. Heieiei. Heieieiei. Fuck. Da kannst du knicken. Das kannst du knicken. Oh Gott, seht ihr es, Leute? Da kriegt wieder nichts. Es war ein Opfer. Ich war das Opfer dieses Mal. Aus Deutschland, nicht Kanada. Ich bin Opfer. Ist okay. Ist okay. Wenn du so eine Kartenkombination ziehst bei der Herausforderung, beim 9. Win, ich würde so durchdrehen, ne? Ich würde so durchdrehen. Ich würde, boah, ich würde gegen meinen Monitor kotzen und, keine Ahnung, den Monitor und alles aus dem Fenster schmeißen, 10.000-fach. Ich würde so dermaßen durchdrehen. Ausdrehen auch, ich würde aber ausdrehen. Krieg mich ausgedreht, der Lars. Pfeile. Reichen wohl nicht, wa? Obwohl du Level 11 bist. Oh, die klingen immer noch alle bei dir dran. Das gibt's ja gar nicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Mal kurz warten, bis die vorgehen. Drillinge kommen. Also ich habe da gut was aufgebaut. Das Problem ist eher, ich brauche halt mega viel Flächenschaden. Und er ist schneller als ich natürlich im Kill. Aber es sieht trotzdem noch gut aus für uns. Es sieht noch richtig gut aus für uns. Er blippt das wieder, aber sehr viel Flächenschaden schon wieder am Start. Aber trotzdem, wir haben mehr. Als ob er jetzt noch... Er hat zwei rausgehauen. Er kann kein Direct Damage mehr haben, oder? Hat er nicht. Er kann Direct Damage. Yes. Oh yeah, das ist ein schöner Win. Das ist sogar ein sehr schöner Win. Sogar einer fehlt noch hier. Damit wir das auf jeden Fall packen hier. Und ja, let's go. Einer fehlt noch. Da gerade, was ist denn los? Jetzt wäre hier irgendwie jemand umgefallen oder so laut.
keine Ahnung, ist vielleicht ein Vogel irgendwo geflogen. Scheißegal, ne, ist nicht, aber irgendwas war da gerade. Also würde ich gucken, ne? Vögel, die wollen nicht kaputt gehen. Schon wieder ein Level 11er. Wir sind auf 5100 Pokale und so hohe, krasse Durchsichtiger am Start. Der Patreon lässt grüßen oder was? Habt ihr so hohe Karten und seid trotzdem scheiße oder wie? Was ist denn los mit euch? Wir starten mit dem Drilling, das ist ein sehr guter Anfang. Drillinger ist ein richtig geiler Start. Best Start ever. Oh, ich starte mit Uga Aga. Können wir auf jeden Fall dann gleich mit unseren Dämmer wegklatschen. Wo ist, The Right One da? Ja, er macht noch einen. Ja, hätte ich ein bisschen hinten weitersetzen sollen. War unklug von mir, sorry. Sorry for Party Rocking. Du alter Snob, hast verkackt, wa? Nächsten Drillinger, let's go. Ah, Drillinge-Spam ist geil. Ist sehr gut sogar. Guck mal, lebt noch. Der lebt noch, mein Junge. Oh, oh, nicht so viel Damage, nicht so viel Damage. Tschüss. Oh, yeah. Katapult hinterher. Mal was können. Na, ist Katapult, weil wir es können. Doppelkatapult, mein Junge. Guck mal, die Trolle, die machen's. Die Trolle, die machen's. Ja, du musst da gerade was gegen machen, dann hast du verkackt. Egal, hier, guck mal. Bumm. Der Feuerelementär ist aktuell auch in der Meta einfach so weit um. Also bei den normalen Pokalen zumindest. Einfach durchgehend am Zocken. So, dann würde ich mal sagen, Leute. Haben wir uns das gegönnt hier, wa? Bekommen am Ende eine Scheiße, die kein Mensch braucht, Fähigtänzerin. Okay, ganz knackiger Arsch, aber sonst. Leute, das war's. Nekromant ist am Start. Ich freue mich sehr. Ich hoffe, ihr habt Decks für mich. Wenn ja, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich werde alles ausprobieren. Seid ein Haufen zu meiner Boys. Bis zum nächsten Mal. Ein Däumchen wäre ein Träumchen. Bis dann. Tschüssi.